Die fünfte Jahreszeit ist zu Ende. Für alle Karnevalisten kein Alaaf, kein Heller und nichts mit hoch die Hände. Vorgestern, am Aschermittwoch, wurde die Passionszeit, die Fastenzeit eingeläutet. 7 Wochen bis Ostern fasten. Fasten, mal ganz ehrlich, in dieser Zeit noch mehr Verzicht? Ich habe einen Abreißkalender geschenkt bekommen. 365 kluge Tage. Abreißen und loslassen. Vorgestern gab es den Spruch, wer können soll, muss auch wollen dürfen. Wer können soll, muss auch wollen dürfen. Ich habe gedacht, okay, als gute Christin soll ich fasten können. Es trainiert meinen Geist, meine Seele. Ich komme zur Ruhe. So weit, so gut. Seit einem Jahr übe ich Verzicht. Ich verzichte auf Konsum, da die Geschäfte geschlossen sind. Ich verzichte auf Reisen. Ich verzichte auf Partys, Eindämmungsmaßnahmen. Ich verzichte sogar auf mehr als einen Gast. Das soll ich und ich mache es. Und jetzt darf ich noch mehr Verzicht wollen? Also meine Fastenzeit will ich in diesem Jahr anders gestalten. Ich verzichte auf den Verzicht. Ich werde nichts weglassen, ich werde etwas dazu tun. Ich will die Fülle mit Gott. Ich will Gott entdecken, ihn erspüren. Zwischen allen alltäglichen Herausforderungen, zwischen Tür und Angel, zwischen Sofa und Esstisch, zwischen Hast und Ruhe, zwischen Eindämmungsmaßnahmen und dem freien Himmel. Wenn du Lust hast, Gott Raum zu geben, im Dazwischen lade ich dich herzlich ein zu geführten Alltagsexerzitien. Das Begleitheft und alle Informationen kannst du im Kirchenbüro bestellen unter der Telefonnummer 03987 72 03. Ich freue mich auf dich. Eine gemeinsame Zeit. Wir verzichten auf den Verzicht und begegnen Gott in der Fülle.